Everything I had went up in flames. My lonely way.
never pray to God anymore. I'd rather no one hurt me. Redemption, I have waited for you to come and drown all my sin. My knees are drenched in the blood I spill just to get in. Schön, guten Morgen, ja. Ich drehe mal die Musik noch ein bisschen runter, die war ganz schön laut. Und ansonsten sage ich willkommen, guten Morgen. Ich hoffe, alle gut aus dem Bett gekommen heute. Und starten wir mal in den Tag rein. Also, gerade online gekommen, muss sagen, ich lebe noch. Das heißt, mein Haus steht auch ohne Wände erstmal hier relativ safe. Jetzt ist dann ein Dude, den könnte man ja eigentlich. So, aber wir haben halt gar nichts aktuell, ne? Wir haben halt weder irgendwie Werkzeug, nichts, ne? Da wir sind ja beim gestern gestorben und haben aber ein paar Rohstoffe. Das heißt, außer Flints. Irgendwie leer, die könnte man jetzt mal noch holen. Ah, ne, falsche Taste. Erstmal wieder klarkommen hier. Haben wir eigentlich soweit alles? Ich schau die Steine da hinten mal fix weg. Und wir checken das Ganze mal ab. Morgen. Ja, viel Spaß beim Lurken. Spaß beim Arbeiten vor allen Dingen.
mal kurz gucken. Ah, jetzt. Ja, noch ein paar Tage, dann ist frei. Na dann. Ist bei mir sind noch ein paar Tage frei und dann muss ich wieder arbeiten. Am 25. geht's bei mir wieder mal los. Aber, ja, mein Gott. Dafür hatte ich jetzt durch das Krank fast 2 Wochen frei. Oder im besten Falle. Mal gucken, was nächste Woche noch so kommt. Ja. Wo ich zugeben muss, ich hätte lieber... Oh, war's schon wieder kaputt. Na toll. Ich hätte lieber zwischen Weihnachten und Silvester frei gehabt. Aber das war nicht möglich dieses Jahr. Na ja, mein Gott. Nicht beschweren. Nicht beschweren. So, wir haben sogar ein bisschen Metall rausgekriegt. Das finde ich ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, wir nehmen mal noch die anderen Steine hier weg aus unserem Wald. Im besten Falle haben wir A, ein bisschen mehr Flint noch und B, vor allem noch ein bisschen Metall. Könnte man überlegen, mit dem bisschen Metall, was wir haben, gucken, ob wir da vielleicht schon irgendwas hinkriegen. Irgendwas. So, ansonsten. Ich mach schon mal jetzt mal zum Anfang meines Streams mal kurz ein bisschen Sachen Eigenwerbung. Einmal Ausrufezeichen Giveaway und einmal Ausrufezeichen Geed. Gibt noch zwei Gewinnspiele, die laufen auf unterschiedlichen quasi Plattformen. Einmal hier im Stream direkt und einmal auf Geed, wo es auch nochmal 20 Euro jeweils Steam-Guthaben gibt. Gut, haben wir das auch gesagt. Und jetzt reparieren wir jetzt noch einmal. Gerne. Repair hat gar keinen Hotshop-Dings, wenn sie kaputt sind. Ganz sind. Gut. Okay. Mal das mal hier rein. So, jetzt sieht das auch schon wieder ein bisschen entspannter aus. Und Pütete wäre jetzt eigentlich gar nicht verkehrt, so grundlegend mal einzuhaben. Egal welches Level. Damit würden wir eben schon hier schon mal wesentlich mobiler sein, unserer Plattform runterzukommen. Das heißt aber auch, wir bauen jetzt erstmal noch 2, 3 Speere zur Verteidigung. Und während der baut, sammeln wir noch ein bisschen Fiber. Bären, wir brauchen ja eh noch ein paar Narco-Berries und so ein Shit. Damit wir noch ein bisschen Moin Moin. Wunderschön. Heute ein besserer Moment. Lebend in der Base, ohne Gefahr. Wir machen heute ganz entspannt. Heute habe ich keinen Bock schon wieder auf 12 mal sterben. Pflücken jetzt ein paar Bären, holen uns ein Pütete und dann gucken wir mal weiter. Ich denke, das ist eine sinnvolle Idee. Grundlegend. Fiber haben wir. Uns fehlt Leder. Echt? Mein Gott. Hauptsache, wir haben erstmal überhaupt was an. Wir haben jetzt auch wieder Speere. Bauen wir uns noch eine Hacke.
Hab ich denn eigentlich oben eine 3 drin stehen? Das ist voll blöd. Fühl ich immer viel zu viel. Aber wenn sie kaputt sind, jetzt nicht so schlimm, aber. Bolas wollte ich eigentlich noch. Na, jetzt haben wir eigentlich auch. Dann machen wir auch mal 3. Gut. Auch nicht gut, hä? Da brauchen wir auch Leder für. Ah, stimmt. Verdammt. Und dann haben wir schon mal Nago-Berries. Wir haben... Guck mal, ob wir noch irgendwo irgendwas Fleischiges haben, was noch nicht... Also ist wahrscheinlich schon alles verrottet. Wenn überhaupt das Verrottete noch überhaupt noch da ist. Ja, hier sind wir schon mal nichts. Oh, wir haben sogar noch... Oh, ey, cool. Nehmen wir mit. Wir haben auch noch verrottetes Zeug. Das heißt aber auch, wir können wenigstens noch ein bisschen in dem Gelump herstellen. Ist nicht die Mega-Menge, aber solange wir verrottetes Fleisch da haben, können wir das mal nutzen. Wollen wir ja noch ein bisschen unseren Garten abernten. Hier so noch ein paar Pflänzchen, die wir ernten können. Auch wenn irgendwie die Narcos gar nicht so eifrig haben. Der grüne Pötete da hinten, der sieht doch richtig schön aus. Da müssen wir nur noch irgendwie rankommen. Den müssen wir ja nur mit der Bola treffen und dann können wir den einen Knüppel bauen. Knüppel, kann ich den überhaupt? Kann man den überhaupt? Muss man den lernen? Ich glaube noch nie mit einem Knüppel gearbeitet. Guten Knapp, da. Cool. Aber weil ich jetzt gerade kein Leder für die Bohle, für die Slingshot habe, weil da braucht man Leder meines Wissens nach. Ja, wohl eins. Aber wir können ja auch immer das mit dem Guten Knapp versuchen. Wo ist er? Da ist er. Eins. Komm, wir machen Leben auf 300, das ist definitiv nicht blöd. Ich muss jetzt erstmal warten, bis bei mir das Update fertig wird. Ja, ich musste auch 5 Minuten Update ziehen. Hat gerade so mit meinem Countdown gepasst. Immer so toll, du willst das spielen. Hattest einen Stream und denkst dir so, shit, das updatet noch. Hier waren noch ein paar Narcos drin. Wie viel haben wir da jetzt? 16. Wow. Nicht zu viel. Ja, nicht zu viel. So, kurz das Näschen gepudert. Jetzt kann es weitergehen. Halt, das Fleisch wollte ich nicht reinlegen. Der Rest kommt erstmal wieder rein. Machen jetzt hier noch. Alles, was jetzt an Narcos übrig bleibt, nehmen wir mit. Wenn überhaupt was übrig bleibt, nee, bleibt nichts übrig. Gut. Nehmen wir mal, eigentlich wahrscheinlich nicht mal einen Narkotik brauchen. Das geht alles so schnell bei den Pferden. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Und wir gehen mal Richtung an den Strand. Da waren Minimum 2, habe ich gesehen, von Weitem. Wenn sie noch da sind. Also bei meinem Glück, kurz Predictions, laufe ich jetzt hier lang, kommt ein Raptor, frisst mich. Hol ich mein Zeug wieder, dabei das irgendwie geht, weil ich den Raptor vielleicht irgendwie hinkrieg. Kommt eine Armee dir los. Machen mich blind, sind so viele, dass ich nicht ausweichen kann, sterbe ich. Und dann kommt noch ein Rex, warum auch immer, aber der kommt auch noch. So, meine Predictions für den Weg zum Strand.
Und es war es gestern gefühlt so. Die ganze Zeit kam immer irgendeine Scheiße an und war der Meinung, mich fressen zu müssen. Nochmal Metall, sehr schön. Hat sich ja schon gelohnt, auf den Stein zu hauen. Bola sind das A und O. Ich habe ja eine dabei. Eine Bola, aber die ist eigentlich für den Pütete. Und einen Raptor würde ich jetzt natürlich auch nehmen. Also grundsätzlich ist mir das jetzt gerade egal. Nehme ich halt einen Raptor. Mit dem kann ich wenigstens mich irgendwie verteidigen. Also, aber da bräuchte ich die Slingshot. Dann könnte ich hier auf den Stein hoch. So irgendwie. So, wenn es überhaupt gehen würde. Das ist so ein Stein, wo man nicht hochkommt, ne? Oh. Na gut, dann nicht. Ah, hier ist noch einer. Nee, bei zwei weiß ich wieder wie gestern. Siehst du, weit und breit nur einen. Haust ihn an, hast ihn fast down. Und plötzlich kommt von hinten irgendwo ein zweiter und ein dritter angerannt und haut dich tot. Richtig beschissen. Wir rutschen jetzt hier. Oh nein, das war zu hoch. Oh, war das knapp. Oh, zum Glück haben wir Leben geskillt. Ohne das wären wir jetzt sowas von schon wieder RIP gewesen. Muss auch immer so klitschig sein an den Bergen. Und einfach das Moos mal wegmachen. Senator Wave folgt jetzt. Dankeschön für das Follow. Herzlich willkommen. Genau, Kann jetzt natürlich auch sein, dass das Geet-Gewirr jetzt angefangen hat. Geet. Können nämlich vielleicht der ein oder andere Follow noch nachkommen. Aber gut, das werden wir sehen. Da ist ein. Gut, das ist ja jetzt erstmal nicht das Problem. Zwei ist eigentlich auch nicht so das Problem. Ich wollte jetzt aber erstmal gucken, wo der Pteranodon hin ist. Da hinten fliegt einer. Ich muss aber erstmal die zwei wegmachen, weil die nerven mich. Mal sehen, ausweichen. Sehr schön. Willst du mich verarschen? Ausweichen. Der ist schon beim zweiten Schlag kaputt gegangen. Ausweichen. Oh, ich könnte Dark Souls spielen, so gut wie ich ausweichen kann. Und ausweichen. Aber bei meinem Glück. Muss man noch ein paar Bären fressen. Irgendwie geht's mir nicht so gut und ich weiß gar nicht warum. Hab da gar nichts gemacht. Das kann weg. Das ist jetzt hier gerade so ein Gewitter-Dings, Bums, Scheiß. Tabarings ist mein. Oh, da. Nein, flieg nicht übers Wasser. Oh. Komm jetzt Richtung Strand. Und setz dich hin. Ich habe halt nur einen Versuch. Das heißt, der sollte am besten sitzen. Und nicht immer höher fliegen. Also aufpassen, nicht aus Versehen ein paar Narcos fressen. Das wäre irgendwie voll uncool. Ja, ich habe hier übrigens Dreck am Monitor. Mal wieder. Oh ja. Level ist mir egal. Fuck. Mal das abbrechen. Oh, ich bin Meister. Den.
Hallo? Komm, Wert. Mächtig. Tötet ihn bestimmt. Ah, nein. Okay, das macht doch tatsächlich nicht so viel Schaden. Also ich gehe mal von aus, dass einer auf Dicke reicht. Und vielleicht einen Sattel mir gerade bauen sollen. Und mitnehmen. Obwohl ich halt eh kein Leder, ne? Ja. Aber ich habe ja jetzt Leder. Guck mal, Sattel. Oh, ein bisschen mehr. Okay, shit. Jetzt aber auch, sobald er getamed ist, geleite ich ihn erstmal nach oben und setze ihn in die Base, bevor er stirbt. Und danach gehe ich nochmal runter und töte noch ein bisschen Kleinkram. Vielleicht bis dahin dann auch das Wetter wieder besser. Komm, friss. Komm. Butchi, butchi, butchi. Naja. Muss mal gucken, ob ich noch ein paar... Geht mir da Holz? Okay. Wir sind ja schon wieder ein Haufen kaputt gegangen. So unnötig, dass die Dinger immer sofort zerbrechen. Also wenigstens mal so zwei Schläge, aber der war ja am ersten gefühlt schon down. Ja. Gut. Könnte mal jetzt Hunger kriegen, komm. Hinabji, Hinabji. Aber nicht der Grüne, es war nicht der Schöne. Oh, jetzt wird es schon wieder das Wetter besser. Hinten reißt die Wolkendecke auf. Oh, das sieht so gut aus. Also, real. Gut sieht das aus wie das Wetter weg. Also klar, ist ein bisschen flott, aber... Ist halt einfach... Mega schön wird. Mal kurz das Telefon... Okay, weiter geht's. Okay, er ist Level 14. Na dann, komm mal mit. Lass mal auf Passiv stellen. Das war die falsche Taste. War das auch die falsche? Das ist Passiv. Minus gleich Passiv. Das macht ja eigentlich sogar Sinn. Hätte ich mir mal was dabei gedacht, als ich die Tasten belegt habe. Boom. Le Ilia joined the Ark. Wir laufen jetzt mal hier ganz gemütlich. Kann man eigentlich denen sagen, dass die abhauen sollen, wenn die angegriffen werden? X3 and XZ folgt jetzt. Change to ignore, enable, nee. Ja, und auch dir X and X. Vielen Dank fürs Follow. Und herzlich willkommen. Gut, naja, wir machen jetzt einfach mal ganz gemütlich
Richtung. Guten Tag. So, da ist doch schon mal so ein komisches Vieh. Ausweichen. Boah. Das sind ja immer gleich zwei, ne? Hier bei deinem Giveaway-Info im Chat ist immer ein Fehler drin. Wie ein Fehler? Schreibfehler oder was? Du hast hinter dem Link viel Glück geschrieben und hast kein Leerzeichen gelassen. Oh nein. Dadurch ist das viel hinten am Link dran und man kommt dann nicht richtig auf die Seite. Stimmt, du hast recht. Ja, okay, mach ich gleich weg. Ich hab's gerade extra getestet. Weil mir das nämlich so komisch vorkam. Ich habe nur das Glück hinten dran gelesen und hab gedacht, hä, irgendwie fehlt doch da was. Und dann habe ich gesehen, dass das am Link dran hängt und rosa ist. Ja, du hast recht, du hast recht. Aber das sollte ja schnell gemacht sein. Ja. Welcher ist denn das, der Giet Klink? Ach ja. Geht wie viele. Und hier ist der Timer, ne? Der Timer ist das. So, wo war ich jetzt eigentlich gestern stehen geblieben? Gucken wir mal, ob es jetzt geht. Gut, wieso verhungere ich denn schon wieder? Ich hab doch gerade einen Haufen Bären gefressen. Ja, Bären sind halt nicht sonderlich nahrhaft, da musst du recht viel essen. Ich kann ja jetzt wenigstens warten, bis ich oben in der Base bin mit Verhungern. Da habe ich ja ein bisschen was rumliegen. Ja, ich war dabei, meine schöne Ruine auszubauen. Ja. Oh Gott. Drei Kreuz im Kalender, wenn die Erkältung weg ist. Das glaube ich nicht. Geht jetzt dann in die zweite Woche. Arzt, aber ist ja Montag da war, meint ja, das geht ja jetzt schon eine Woche. Müsste es ja bald rum sein. Ich so, meiner Frau läuft schon seit 2,5 Wochen. Und da ist noch nichts in Ansicht mit weggehen. Ja, ich hatte auch mal so eine Erkältung, die wirklich vor 2 Wochen richtig Krippe halt. Da habe ich dann Antibiotika bekommen. Nachdem es nach der ersten Woche nicht wirklich besser geworden war. Ja, ich warte jetzt noch bis Montag, wenn es bis dahin nicht besser ist. Oh. Ruf ich nochmal an. Na, heute hole ich mir jetzt noch meine Boost ab. Eigentlich sollte man das ja krank nicht machen. Aber ich habe keinen Bock, jetzt dann nochmal 3 Wochen zu warten, bis ich dann einen Termin kriege. So. Und viel schlimmer kann es ja nicht werden. So, ihr Dodos. Na, ihr schon den Spott? Ja, ich habe ja schon gestern schon meinen Spott gehabt. Hier, hast du schon einen Spott? Ja, ich habe jetzt die kleine Burgruine im Sumpf auf dem Berg. Irgendwie Angst, gerade auf meinem Vieh zu hauen. Oh, nee, geht. Gut, nee, wir müssen jetzt erstmal nach oben. Sonst kommen wir da nicht mehr lebend hoch. Ja, bei mir lief das dann gestern eigentlich ganz gut. Ich hatte ja meine Karawane da. Also ich hatte ja mir ein Pferd gezähmt. Ja. Und hatte mir dann diesen Karrensattel gebaut, der da in der Mod mit drin ist, und habe mir dann irgendwie so über die Zeit 5 Raptoren zusammengezähmt.
Mit denen habe ich dann halt irgendwie alles platt gemacht und bin ein bisschen rumgetingelt. Bis ich dann halt irgendwann einen Petri-Sattel bauen konnte, mir einen Petri gezähmt habe und dann habe ich halt mich umgeguckt, Bauplätze angeschaut. Ja, Waldelfchen, auch dir herzlichen Dank fürs Follow. Obwohl das ein bisschen verwirrend ist, weil man nicht weiß, ob die Leute nur von Geek kommen. oder im Stream. Aber egal. Ein Danke schadet nie. Ich habe mich gestern hin entleert. Ja. Dieser Baum, ja. So, Vogel ist noch hinter mir, das ist gut. Sind wir jetzt hier schon Base oder sind wir noch? Ich glaube nur eins, ja, wir sind noch zu weit. Zu kurz. So. Ein Müh noch. Wir haben auch nicht so weit latschen. Ah, da drüben, okay. Habe ich überhaupt noch irgendwo Narkosemittel? Ja. Alter, wie die Kacke auf der Map, oder irgendwie, dass die dampft viel mehr als sonst. Das ist generell neu, das hat nichts mit der Map zu tun. Okay, haben die es gepatcht. Ja. Besser sieht. Kacke, die auf den Boden fällt und Eier, die auf den Boden fallen. Dampfen hier. Ah ja. Bei der Kacke macht es ja Sinn, ist ja warm, theoretisch. Hm. Oh, Eier sollten auch warm sein, wenn sie aus irgendeinem Körper kommen. Zumindest in den ersten Minütchen. Ich finde auch, der Atemsound beim Rennen ist anders. Da habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet. Auch nicht, aber das liegt auch daran, da ich mit Boxen momentan in den letzten Tagen spiele, habe ich nicht so viele detaillierte Sounds, also. Ja, bei mir ist der Sound recht leise. Oh, da macht's wieder ho, 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 ho. So, jetzt muss man nur gucken, dass er sich auch richtig setzt. Will man die nicht auf forcen, dass sie sich setzen? Ja, es gibt einen Five-Befehl, den musst du aber belegen. Also der ist standardmäßig nicht belegt. Options, ja, weil ich noch so viele Tasten frei habe, so gefühlt. Na gut, ich habe das bei mir auf F9 oder so. 9, guck mal da einfach. Ja, Land des Flyer, F9, safe. Zoom. Ich habe ja meine Pfiffe auf den F-Tasten und... Gucken, ob ich irgendwo den Raptor Klaus sehe, der in meiner Nähe ist. Ne, ich habe tatsächlich die auf den Punkt, Komma und Minus drei liegen. Hat mal eine Zeit lang auf der Maus welche liegen, aber. Und dann halt so die klassischen T befolgen, U für nicht mehr. Okay, ich glaube, der Raptor Klaus ist ein bisschen weiter weg. Von mir, meiner Position aus. Naja, gut, bitte, die braucht man 100% in Stamina. Kommst du mit denen nicht weit? Ja, bei deinem könnte es aber auch sein, dass du ein bisschen was an Gewicht geben musst, weil ich sonst nämlich gar nicht tragen kann, wahrscheinlich. Ja, das könnte auch passieren. Zum Testen. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Fleisch braten. Komme ich auch bald nicht mehr weit. Autsch, oh, jetzt stelle ich mich auch noch ins Feuer und verbrenne. Ich hatte so kalte Füße. Ja. Ich schaffe das schon selber, mich zu töten, auch wenn kein weit und breit ich ist, was mich töten will. Ja, bei mir ist jetzt nächstes Ziel Nagatavis. Mal gucken, was ich entfinde. Na gut, ich bin da noch weit entfernt von irgendwie sowas. Aber ja, ich hab Zeit kommt drauf. Gestern, ich habe mit meiner Karawane zu meinem Bauplatz getingelt. Und dann, als ich wollte zu bauen, habe ich gesagt, so jetzt reicht mir, ich habe keine Lust, das als Pferd zu fahren. Bin erstmal runter in die Wüste geflogen, weil ich bin ja recht südlich in meinem Bauspot. Und habe mir erstmal einen Thorny und einen Lüdi geholt zum Farmen. Okay, Becky baut sich erstmal eine Netzkanone. Na dann, mach das.
Ja, nee, den Netzkern ist so teuer. Das kann ich schon mal lernen. G-Wop-Tronia. Habine. Oh ja, Tatsache. Ist halt wieder 60 Zement und Obsidian und Polymer und. Ja, bin ich weit entfernt noch. Ich bin froh, wenn ich jetzt hier mal noch Kreatin und Chitin irgendwie zusammenkriege. Bei mir steht halt noch gefühlt nichts. Ich habe so eine provisorisch so 4 Foundations, wo halt meine Schmelzen und so ein Scheiß draufstehen. Und baue jetzt im Moment halt erstmal die Ruine aus. Hab ich überhaupt noch? Ne. Hier ist ja mehr drin. So, ich brauche erstmal. Wir brauchen, glaube ich, schon den Fabricator für. Ne, doch, da. Was braucht die? Die muss activate crafting. Ja, was braucht sie? Wood Edge. Spark Powder, okay. Oh, Tatsache, bräuchte ich nur noch Obsidian und Zement. Ich bin begeistert. Gut, 100 Wood. Cool. Lightfire. Also, diese Workshop, die große von was auch immer, ist cool. Ja, ist halt alles drin. Ne? Ja. Gibt's irgendwo Biberdämme? Ist halt, dass es genauso langsam schmilzt wie eine normale Forge. Ja gut, aber für den Anfang. Ja, natürlich, aber ich wollte jetzt halt, ich hatte halt auch aufgebaut und ja. Ja, es gibt Biberdämme. Ich habe irgendwann welche gesehen unterwegs, aber frag mich nicht, wo genau das war. Ich bin gestern halt mal so über die Map geflogen mit dem PD und Ja. Irgendwo welche gesehen. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wo das war. Edward, oder? Kann möglich sein. Gibt ja im Landesinnere noch ein paar Seen und Teiche und. Ja, ich glaube, es war so Richtung rechte Seite irgendwo. Also so rechts unten. Dafür habe ich zu wenig von der Map bisher gesehen. Da ist so, ja, Ebene ist da im Endeffekt. So Flachland, Grasland mit wenig Bäumen. Und ich glaube, da habe ich Biber gesehen. Da gibt es auch Schafe und da gibt es auch Maywings. Alles da unten irgendwie. Gut, kann ich, habe ich hier irgendwo in der Nähe Obsidian zur Verfügung? Ach, danke für deinen Follow. Gut, fire out. So, ich will jetzt erstmal diesen Kack S plus Crafting Table bauen. Er macht so viel einfacher manche Sachen. Habe ich jetzt mal Pity hingestellt. So. Und dann jetzt endlich brauche ich Wände. Ich weiß noch nicht, wie ich meinen Scheiß hier umzäunen will. Ich bin gerade unsicher, wie viel Narkosepfeile ich für den Agent Harvest brauche. Wir bauen jetzt erstmal Wood Ceilings und diese Railings, um das alles einen halben Block nach oben zu setzen. Wir wollen es ja schön haben. Railing Wood. Mal bestimmt erstmal 30 Stück bauen. Ja, 29, cool. Setzen wir die einmal ringsherum um die Bude. Und dann noch Ceilings oben drauf. Haben wir alles einen halben Block nach oben gesetzt. Haben wir zumindest schon mal kein Grünzeug mehr in der Wohnung. Ah, Grünzeug ist doch schön. Aber nicht so viel. Die MH-Teile sind auch recht schön. MH. Ja, My Medieval Home heißt das. Ach so. Das ist halt so, das eine ist halt so Fachwerk, Struktur und das andere ist dann halt so Stein. Ja. Aha. Wahrscheinlich dann auch eine Workstation. Du musst einfach mit MH abkürzen, dann findest du. Ah, hier, MH-Zeug. Ah ja, okay. Ja, das wäre tatsächlich eine Überlegung, das zu nehmen. Danke, Blackie.
Das macht es ein bisschen außergewöhnlicher. Das ist das Standardholzzeug. Die sind halt ganz die cool. Also die sind zwar schon fertig mit Schrägwand dran. Aber dafür stehen die dann halt auch über. Also an den Enden quasi. Dadurch, dass die schon so fertig zusammengebastelt sind. Passen die auf normale Ceilings oder muss ich da auch die nehmen? Da schon Erfahrung? Ceilings? Nee, also ganz normale. Die Wände von der AMH sind 1,5 Arc-Wände. Also, sie sind nicht normal, nicht so hoch wie normale Wände, sondern aber ziemlich genau 1,5 Arc-Wände. Das heißt, man kann auch kombinieren. Das war mir halt darum geht es ja grundsätzlich, weil ich habe ja jetzt hier Railings von S Plus gebaut. Das muss man dann mal testen. Das aber kann ich gerade testen. Ich lerne das jetzt erstmal schnell und dann teste ich das doch gerade. Reise nämlich mal die Ceiling, die ich hier habe. Ab. So. Und dann testen wir doch einfach mal, indem wir. Die kann ich jetzt hier drin nicht bauen, ne? Kannst du in der Hand bauen. Ja, ich baue halt das gerne in diesem scheiß Crafting Table von S Plus. Kann ich größere Mengen machen. Ja, zum Testen jetzt erstmal. Aha. Und mir fehlt Holz. Ich muss erstmal Holz fällen. Ist ja nicht so, dass ich einen riesen Wald vor mir habe, aber. Ja, ein Mammut oder ein Biber wäre schon cool. Obwohl ich ja zum Schneebiom ja gar nicht weit habe. Wenn es Mammuts gibt. Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass es Mammut gibt. Aber erstmal was mich verteidigt da oben. Ich wollte nicht einen Dungbeetle ins Glas kriegen, ich wollte den blöden Piepmatz ins Glas kriegen. Oh, wow. Lila Rhinos habe ich gesehen. Was ist drin? Metallrampen, Blueprint und Granatenblueprint. Sich echt mal kackeiern. So, jetzt gucken wir nochmal Ceiling. Ja, gut. Bauen wir mal eine und gucken mal, was die sagt, wenn ich die hier dran. Ja, die passt. Perfekt. Cool. Ja, machen wir das doch. Ich war halt. Erst hatten wir überlegt, ob wir die Uso Craft nehmen. Ja. Das ist ja so recht schöne Holzbauteile. Aber da ist halt wieder das Problem, das ist nur so, keine Ahnung, ein Zentimeter höher wie normale Arkwände. Und dadurch dann halt einfach wieder nicht irgendwie, ja, kombinierbar. Ja, na, ich bin. Das finde ich immer nervig. Obwohl, scheiß drauf. Das Fundament bauen wir jetzt aus dem normalen S-Plus-Holz, weil dann kann ich da mehr herstellen. Und. Ich kann mich bestimmt nicht bewegen. Och, ist doch. Ach, ja. Und dann baue ich ab da dann mit dem MH-Zeug. Ist wieder los, dass diese Railings snappen, damit da keine Lücke entsteht. Ich habe gestern, als ich nach einem Dödi und einem Thorny gesucht habe, habe ich festgestellt, die Map hier ist, macht Island-Konkurrenz, was Level anbetrifft, also was. Oh ja, gut, ist ja eine Level Island, quasi ja eine Island-Map. Aber her, du blöder Piepmatz. Will ich wegmachen, damit ich den anderen haben kann. Ja, das ist doch schon mal cool hier. So. Wir können ja mal gucken, ob dieses MH-Zeug vielleicht nicht auch eine Baustation hat. Hat es ja. Hat eine Smithy. Die Smithy? Das ist so ein komisches Bild mit so einem. Ja. Oder ob wir die bauen können? Natürlich nicht. Was fehlt? Wahrscheinlich. Metall oder so, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich Metall brauche gerade. Nee, so. Nicht. Ich guck gerade nochmal. Was mir wie. Redstone, eigentlich müsste ich alles haben. Ah, jetzt geht's.
Er hat einfach nicht gepult, warum auch immer. Hm. Gut. Kommen die nämlich auch noch hier hin? Eigentlich müsste ich mal hier alles runterbauen. Weil nämlich jetzt hier quasi an Boden einziehe. Das ist ja jetzt hier alles ein bisschen tricky. Nämlich alles eins höher gesetzt. Oder einen halben Block höher gesetzt. Ich habe gestern, ich hatte angefangen, meine Ruine auszukleiden, halt Foundation reinzusetzen und dann zu versuchen, damit auch auf die anderen Ebenen zu kommen und Boden zu ziehen und so einen Krempel. Und habe dann oben im letzten Stockwerk gemerkt, dass ich eigentlich alles in irgendwie so, keine Ahnung, ein paar Zentimeter höher setzen muss. Ja. Ja, cool. Ist dann nochmal alles abgerissen. Ja. Und nochmal neu aufgebaut. Achso, ich weiß gar nicht, ob du das schon mal. Toll, jetzt ist der da unten, der blöde Magi. Es gibt mittlerweile von S Plus so einen Starter-Block. Ja, hatten wir es gestern kurz von. Genau, mit dem ist halt ganz gut, wenn du halt Foundations irgendwie die Höhe anders haben willst. Also die Starterhöhe, wenn du so setzt. Machen wir mal AGs. Aber wo ist denn jetzt der hin, den ich zählen wollte? Helmut 882 folgt jetzt. Und auch der Helmut ist dabei. Danke für dein Follow. Auch noch machen. Wir müssen das alles zu einer halben Wall switchen. Also ich finde irgendwie springt mein Charakter anders als Mond. Wie auf dem Mond. Springt anders? Ja, so hoch. Okay, keine Ahnung. Also entweder liegt es echt an der Körpergröße, dass du quasi immer gleich hoch springst, egal wie groß du bist. Umso ja, klein. Muss es ja, also kann ich mir schon vorstellen. Und dann springt halt ein kleiner Charakter höher als ein großer Charakter. Einen kleinen hatte ich halt noch nie gebaut, tatsächlich. Ich aber hab halt eigentlich immer kleine Charaktere. Ach, Agi, jetzt. Mir geht das schon echt ein bisschen auf den Sack, weil du ständig mit dem Gesicht im Gras hängst. So, können wir jetzt bitte einmal in unseren Zähmkäfig rein? Das wäre sehr nett. Wird schon richtig professionell mit Zähmkäfig gearbeitet. Naja, wenn es denn klappen würde, ja. Ja, wieso war mir das klar, dass er jetzt mal eine Rampe hinbauen, damit ich irgendwie reinkomme. So. Links auf das Ceiling hoch, ja. Das ist ein Jump'n'Run hier bei mir. In verschiedenen Höhen. Oh mein Gott, ja. Oh nein. Komm her, Vogel, da rein. Jetzt holen wir uns noch ein paar Ceilings, die wir haben. Raus. So. So. Vogel drin. Oh Gott sei Dank. Und so. Dann können wir hier, dann ist unsere offizielle Höhe. Noch sieht es abstrakt aus, aber das wird gut. Ja, das Weihnachts-Event ist ja jetzt eigentlich genau dein Event, ne? Mit dem Grün. Ja, da ist ganz viel Grün dabei. Ganz toll. Ja, wieso treffe ich den nicht? Na gut, das lasse ich mal stehen. Hier unten mache ich zum Schluss. Machen jetzt mal das Feuer noch aus und picken es ab. Tja. Und stellen das. Eigentlich können wir das doch schon mal hier hinten. Können wir eigentlich auch vors Haus stellen. Kacklagerfeuer muss nicht in der Bude stehen. So. Fleisch noch rein, machen es wieder an, verbrennen uns die Füße. Ne, Tradition muss sein. Jetzt bauen wir mal noch eine zweite Kiste. Orange. Oh. Es fehlt an Holz. Was auch sonst. Ich muss sagen, ich finde die Kampfmusik auf der Map eigentlich ganz cool. Nicht die wie immer? Nee, ist eine andere. Ah, okay. Ist, glaube ich, immer generell pro Map unterschiedlich.
fällt nur selten auf, weil viele haben auch die Kampfmusik gar nicht an. Ich habe grundsätzlich alles an, aber alles sehr leise halt. Hm. Kurz. Gut. Oh, ich sehe gerade. Die Kiste, bauen wir hier hinten schon mal auf den offiziellen Boden. Keine Lust, dann nochmal fünfmal umzuräumen. Ja, ich sehe gerade, der Agi, den ich jetzt zähme, ist sogar ein Gewichtsmonster. Alles gut. Ja, Glückwunsch. Kann ich von meinem Pütete nicht reden. Ja, Pütete sind nie Gewichtsmonster. Mir fällt aber gerade ein, dass ich mein... ich mein Fleisch vergessen hab, scheiße. Ach, warte mal, wo ist mein Zuhause? Ich will mal kurz ein Transfer-Tool bauen. Hä? Geht mir gerade schon auf den Senkel hier. So. Da ist mein Zuhause. Nummer 7. Halb schön brav da liegen, Agi. Ich komm gleich wieder. Lass dich von nichts fressen. Transfer. So, wir brauchen aus dem und aus der Storage-Box. So, hm. Geht das überhaupt hin in Storage-Box? Na, wir probieren es aus. Könnte schwierig sein, weil sie gleich heißen. Dann machen wir es in die Crafting Station von S Plus und von der aus dann mal halt ein bisschen. So, und dann brauchen wir Stone. Wood. Flint. Edge. Metal, Leather, nee, wie heißt das? Hide. Hide, ja. Ich glaube, sämtliche Berries. Nochmal Transfer und jetzt sagen wir statt Storage Box, Crafting Station in. Halt. Ah, scheiße, ich hätte sperren sollen. Hier ist aber noch Zeug drin. Pick up. Crafting Station. Wieso kann ich nichts mehr pullen, wenn ich auf einem Dino sitze? Storage Box geht das auch ohne was anzunehmen. Muss Items eingefüllt. Und Metal Down Edge Berry Wood und dann Berries dazu. Fiber. Müssten wir das Wichtigste drin. Gut. Mama. Ja, Hide haben wir vergessen. Egal, das kriege ich getragen. Sehr gut. Einmal alles übertransportiert. Wollen wir noch die zweite Kiste mit hinstellen? Einmal mal noch einen Lebenspunkt. Die ist auch so gut wie leer. Können wir auch rüberräumen. Dann haben wir schon mal den Boden quasi leer geräumt und können jetzt die Feelings bauen und draufsetzen. Aber vorher speichere ich mir mal schnell einen Preset, weil das ist ja... Er hat es ja vergessen. Personal Inventory. Storage Box. Und wir brauchen Wood. Hide. Edge. Fiber. Flint. Stone. Metal. Irgendwas vergessen?
aus Bäumen kann Wood und Edge kommen. Aus Boulders Hide, Fiber, Flintstone. Ja, passt. Speichern. Ja, close. Gut. Funktioniert. Wir haben mal Holz hacken. Holz hacken ist eh so uncool. Nehmen wir noch die Steine mit, wenn sie schon mal wieder da sind. Ach, da, hier sieht ja fancy aus. Cinnamon Raptor folgt jetzt. Ja, Cinnamon Raptor. Einen herzlichen Dank für dein Follow. Zimtraptor. Mhm. Und auch der weiß. Enter Klaus. Raptor Klaus. Schmeckt auch nach Zimt. Na komm, Agi. So, einmal hier. Diese Transfer. Los. Gut, machen wir das mal hier noch kaputt. Ja. Hallo, du Irrer, was ist denn dich gefahren? Nix, ich wollte einfach noch eine Kleinigkeit. Blackie, das sind keine Bots. Oder Ausrufezeichen. Eat. Und da ist die Grundvoraussetzung, also es können schon, keine Ahnung, also, ne, aber da ist die Grundvoraussetzung, hier ein Follow da zu lassen und auf Twitter zu followen. Dementsprechend passiert da gerade ein bisschen viel. Morgen, Healy. Und Healy, ich hoffe einfach, du hast Spaß damit. Hat schon zu deinen gesagt, das ist vielleicht eine gute Investition für Lost Ark. So lange ist das da auch nicht mehr her. Ja. Hm. Ah. Bleibt jetzt noch nicht, bleibt nicht liegen. Ich wollte gerade sagen, es bleibt noch liegen, aber es bleibt gar nicht liegen. Geht alles raus, sehr gut. Mir echt erstmal ein bisschen hacken. Ganz entspannt. Ist eigentlich das Paket schon angekommen, Lili? Müsste ja jetzt eigentlich langsam. Grundsätzlich noch, wenn wir gerade mit dabei sind. Läuft auch direkt im Stream noch ein Giveaway. Also gewinne, 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 gewinne. Oder? Ja, sagen würde. Okay, let's go. Ja. Hey, let's go. Zu viel für die Pinguin-Dose. Ah, ist ja egal, muss ein bisschen schneller essen, dann passen die da auch wieder rein. Ja, ich glaube, Uffi hat seine schon vernichtet. Die sind schon alle weg. Barteth, auch für dich. Danke für dein Follow. Nächstes Mal starte ich das ganze Ding nachts. Komm. Wieder voll. Und mehr am in die Kisten schieben als. Aber ich hole jetzt mal ein bisschen Thatch, weil ich glaube, daran scheitert es sonst noch am ehesten als am Holz. Ich glaube, bei Uffi waren die Nutella, beziehungsweise sind es ja keine Nutella-Kekse, sondern Milka-Creme-Kekse. Dateless-Stream, auch danke dir.
lustigerweise, gestern war ich bei meiner Mama noch, weil ich ja von der Maßnahme kam. Dann habe ich ja gefragt, ob der Papa irgendwie schon mal von meinen Keks probiert hat, weil bei denen habe ich auch so eine Handvoll da gelassen. Hat meine Mama nur gesagt, ja, ich glaube schon, geht's an die Dose, macht auf. Und irgendwie haben dann nur die Nutella-Kekse gefehlt. Von allen anderen war noch was da. Einmal schnabuliert. Gut, dann gehen wir mal gucken, was wir jetzt zusammen gefarmt haben. Sollte ja jetzt ein bisschen was sein, um die Ceilings hier zu bauen. Oh, das sieht gut aus. Und hier auch gut aus, ja. Gehen wir mal runter. Und hauen mal die Ceilings. Boah, auf geht's. Aber solange es schmeckt, ist ja immer. Ist gut. Hat sich die Arbeit wenigstens gelohnt. Ihr seid auch jetzt auf einem neuen Server mit einem neuen Map. Yep. Oh, ein Tappi. Also, das ist halt der ursprüngliche Myth, ne? Server. Nee. Das ist kein. Und nee, was hast du da vorher? Das ist ja ein Nitrado-Server. Da hätte ich keinen Bock drauf. Es war ja. Ich hab ja den Myth bei Nitrado gehabt. Ach, das ist jetzt gar nicht der Nitrado-Server? Nee, das ist nicht der Nitrado-Server. Der hat mir so viele Probleme gemacht, dass ich dann keinen Bock mehr drauf hatte. Ach so. Und dann den G-Portal-Server gemietet habe und da dann ist am Anfang jetzt SE draufgelaufen, zum gucken, ob die Mods alle so weit funktionieren. Und jetzt ist halt. Ich dachte, du hast es hingekriegt drauf. Mit dem. Ach, nee. Server. Nitrado. Der wollte ja die SE-Map nicht, also mit SE, wenn Scotch Earth als Map ausgewählt war, hast du nicht mal gefunden. Ja, genau. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du es hingekriegt hast. Nee. Und irgendwie mit Valguero wäre es dann gegangen und ach, keine Ahnung. Und dann ist er irgendwie aber ein paar Mal abgestürzt auch. Also ich bin ständig vom Server runtergeflogen. Weiß nicht, ob das an der Mod lag oder nicht. Und der Boden ist schön. Irgendwann, ja. Was mir dann zu blöd. Habe ich gesagt, jetzt reicht's. Boden ist echt hübsch. Dann bauen wir mal jetzt hier noch. Wir fangen eben, wenn man alles einen halben hochsetzt, passt das ja dann wieder. Das ist eigentlich ganz cool. Du kannst jederzeit auf den Server rauf, Hili, wenn du möchtest, weil wir haben es diesmal extra so gemacht, dass es keine Whitelist gibt, sondern halt mit Passwort, dass jeder, wenn er möchte, einfach drauf kann und nicht erst warten muss, bis er eingetragen ist. Ja. Okay, gucken wir gleich mal, ob das passt, aber dann passt das hier dann auch wieder mit den der Ramp. Pickup. Ja, dann auch wieder genau eins hoch. Ja. Oh. Ich könnte meinen, das ist alles so geplant gewesen. Ja. Hat Dre aber einen guten Einfall mit den halb hochsetzen. Jetzt haben wir nämlich kein Grünzeug mehr. Oder fast kein Grünzeug mehr. Hier ist noch Grünzeug. Ja, das ich muss. Aber auch noch ein bisschen Grünzeug, was bei mir durch den Boden. Ja, besser als vorher. Ich bin heute. Noch nicht gestorben. Wir sind jetzt schon eine Stunde live. Bin ich gestern schon 20 Mal tot gewesen. Exponentiell wachsend. Zu Ende hin. Sattel bauen. Ja, ich muss erstmal in Chitin und Keratin rankommen. Das ist das nächste Ding. Das, ja. Jetzt, wo du sagst, für eine Agentur Sattel braucht man halt auch Chitin und Keratin. Ja. Aber an mir scheitert, ich glaube, jetzt brauche ich wieder Holz. Schildkröten? Ja, stimmt. Mit feinem Bogen dann später.
Jetzt baue ich erstmal. Das ist gerade so friedlich. Ich gehe jetzt in die Wüste und gehe ein paar Skorpione schnitzen. Warum kommen wir danach dazu? Sehr schön. Cool. Ja, mehr ist immer gut. Ja, da sind ja jetzt doch wieder recht viele eigentlich. Dafür, dass die vorhergehende ich will nicht Begeisterung sagen, aber Kommunikation so still verlief. Ja. Ja, aber wie gesagt, deswegen habe ich ja diesmal extra gesagt, ich habe jetzt keine Lust, dann da wieder von allen die IDs zu sammeln. Und dann hat irgendwie dann später doch noch jemand Lust, weil Shush zum Beispiel hat ja auch gesagt, sie hat eigentlich keine Zeit, hätte aber irgendwie doch auch Lust und ach, sie weiß halt nicht und ne? Naja, und so kann man einfach mal reingucken, wenn man doch will. Genau, und so ist dann halt, wenn man dann irgendwie doch dann irgendwie dann abends mal oder keine Ahnung, wie sich dann denkt, ah, jetzt juckt's mir doch in den Finger. Kann man halt einfach drauf. Weil ich meine, wie gesagt, den Channel, wo die Daten drin sind, kann ja sowieso nicht jeder einsehen. Nee. Und ich vertraue dann mal unseren Leuten so weit, dass sie das nicht irgendwie an irgendwie komische Leute weitergeben. Also Freunde, ich gebe jetzt gleich die IP durch und das Passwort. Ja. Oder ich leak's aus Versehen. Das geht gar nicht so aus Versehen. Nö, das Passwort ist ja immer... Ja eben, ich müsste das Discord erstmal hier rüberziehen und dann... Ich habe auch mittlerweile immer, wenn wir Ark spielen, Direct Connect auf dem Server. Weil ich spiele, wenn dann nur da. Und da hast du da nicht so einen Struggle mit diesem Passwort merken. Ach, du hast eine Liste mit unseren Steam-Nummern auf dem Desktop, so für alle Fälle. Nein. Es ist Druckmittel irgendwann mal vielleicht, ja. Hab deine Steam-Nummer. Ah ja, aber wie soll ich deine Steam-Nummer als Druckmittel verwenden? Weiß ich doch nicht. Also ich sag mal so. Über die Steam-Nummer kommst du nicht an den Account, nee. Hätte ja irgendwie sein können. Nee, hey, damit kannst du nicht wirklich Schindluder räumen. Ah, guck mal, jetzt funktioniert das mit dem Link, auch mit dem Timer. Und hier ist nur noch aktuelle, noch ein Schreibfehler drin. Aber das kann ich später wegmachen. Die lese ich auch noch mit Schuss an. Das Käse. Hört auf, die essen euch auf, wenn ihr tot seid. Was ist denn das für ein Dino da hinten? Kann ich noch eine Bola bauen vielleicht? Könnte ich den töten? Auch noch Hide. Gut, das mit den Skorpionen hat sich erledigt. Mit nix. Die haben sich gerade von ein paar Geiern fressen lassen. Ah, kacke Käfer. Das ist natürlich schade, wenn der Stream stockt beim Download, aber es ist natürlich logisch. Ja, gut, beim Download dann ja. Oh mein Gott. Hat Priorität, ne? Ja, das sagen. Solange es nicht Level permanent der Stream stockt, so. Oder will ich den tamen? Hätte ich was, der mir Bären pflückt. Was denn? Parasaurus. Ich glaube, bei dir ist im Moment eher erstmal das Dings wichtiger, oder? Das Leder. Aber mit dem könnt ihr auch reiten, bin ich ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ja, kannst du. Ich bin halt absolut kein Fan von Paras, bei mir schnell im Leben. Bei mir sterben die auch, aber sowas. Wenn der jetzt eine halbe Stunde lebt, ist das schon ein Erfolg. Nee, nicht wenn ich sie gezähmt habe, sondern ich töte sie halt immer, weil ich mag Paras nicht. Ach so. Ich finde, da gibt's bessere Optionen. Wenn es ein Moshops ist oder eine Linguanodon oder ein Pferd oder keine Ahnung, es ist alles besser wie ein Paras. Boah, will. Wieso sind jetzt die Bola gerissen? Wann geht das? Ja, irgendwann löst die sich auf. Ja. Paras sind toll so. Ja, Para rennt gerade weg, Para muss sterben. Nee, wie gesagt, bei mir gibt's keine Paras. Ja, bei mir jetzt auch nicht. Tschüss, Titi.
Ja, bei dir ist halt der Vorteil, wenn du jetzt mehr Lieder hast, kannst du mehr Bulas bauen und kannst halt mehr Zeug tämmen und töten. Ja, ja. So, oh, tot. Arschkopf. Ja, wegrennen. Da ist noch ein Skorpion. Gut. Habe ich jetzt schon danke, Best Petro gesagt? Wenn nicht, jetzt danke. You dehydrated, das ist schlecht. Wirklich schlecht. Die hält, glaube ich, so 30 Sekunden, die Mula oder so. Keine Ahnung, beim Bittete war es für uns gefühlt Ewigkeiten. Nein, jetzt siehst du ja, also mit dem Fernglas sieht man ja, wie lange die hält. Ja, brauche ich meinen Kristall. Ja. Das ist halt so Piki. Na, dann rennen wir doch mal. Wir essen mal noch was, damit wir wenigstens nicht verhungern auf dem Weg nach unten zum Wasser. So. Unter. Wie viel Chitin habe ich denn jetzt? 192, naja. Durst mehr ist uncool, so grundsätzlich. So eins, zwei Skorpione wäre schon nicht noch verkehrt. Und ja, dann gucke ich mal, dass ich irgendwie vor allem Bogen wieder zusammengeschustert kriege und meine Slingshot. Gucke ich mal, ob ich vielleicht hier so einen Triceratops gezähmt kriege. Eigentlich ganz brauchbar. Ja, die machen zumindest gut Schaden. Also machen Schaden, man kann drauf reiten, man kann ein bisschen was reinpacken. Finde ich eigentlich so fürs Early Game gar nicht so blöd. Ich muss gestehen, dafür, dass sie fürs Early Game ausgelegt sind, sind sie zu nervig zu zählen. Ja, gibt genug Bugs im Spiel, die man ausnutzen kann. So zwischen Bäumen stecken bleiben. Oder halt der Klassiker, so was ich eigentlich mache, immer irgendwo oben stehen. Ja, wobei das mittlerweile nicht mehr so gut geht. Weil die dann auch irgendwann anfangen wegzurennen und so ein Käse. Hey, und dann bleiben sie meistens in irgendwelchen Bäumen stecken. Bodo, du stirbst gleich. Auch schon mal so, zur Ankündigung. Gut, jetzt nehme ich. Da sind dann nochmal Skorpione. Ich muss mir dann auch bald mal wieder Bolas bauen. Gucken wir da gerade mal, was hier noch rumkreucht und fleucht. Müssen wir irgendwas töten können. Drüben ist eine knallgrüne Schildkröte. Geil. Sollen so nicht mal dezent grün, ne? Das ist gleich immer so ins Gesicht. Ja. Uran verseucht. Eine knallrote? Ja, die wird rausgefiltert in meinem Blickfeld. Ich sehe nur grün. Aber natürlich für jeden, der rot mag, auch eine knallrote. Und da ist der grüne Pütete, der fliegt hier doch noch rum. Ich könnte natürlich jetzt an meinen Stein gehen gucken. Der jetzt hier landet. Und mal gucken, welches Level der hat. Und hier drüben müsste ja dann die nächste Klippe müsste ja dann schon mein Haus sein. Da könnte ich von unten was bauen. Welches Level bist du? 25 ist eigentlich auch nicht so wirklich. Ist jetzt keine große Verbesserung. Nee, nicht wirklich. Aber wir haben hier drüben noch einen. Mal gucken, was der hat. Wenn die deswegen so 100 hätten, da würde ich mir sogar nochmal überlegen. 5. Cool. Ah, Mist, aber tot kriege ich ihn nicht mit 2 Schlägen. Ah, hätte ja sein können. Oh, Weihnachtsgachas, ja. Ganz viele. Ganz viele verrückte Weihnachtsgachas. Da ist noch ein Dodo zum Töten. Das ist so ein richtiger Dijin-Jibur. Ja, der Rücken und die Rückenstreifen sind quietschigrün. Mhm. Und der Bauch ist weiß. Wo ich hatte gestern eine Stego gesehen, der war komplett, der Körper weiß und nur die Spitzen waren rot. Das fand ich auch ziemlich hübsch. Hehehehe.
Naja, wollte zählen. Ich habe es überlegt. Weil ich keine Ahnung hatte, dass es die überhaupt gibt. Hat den halt ein paar Steine hingeschmissen. Ne? Mein Gott. Hat mich gefreut, dass er so viele Gachas hat. So ganz einfach. Aber, ja. Wurde eines Besseren belehrt. Ich glaube, ich habe nämlich erst einmal überhaupt dieses Weihnachtsevent gespielt. Da kann ich mich nur an diesen Raptoren im Santa Raptor Klaus erinnern. Nicht an die Weihnachtsgachas, komischerweise. Die waren irgendwie für mich. Kam auch erst irgendwann später dazu. Also die gibt es noch nicht immer. End. Okay. Erklärt's vielleicht. So, hier vielleicht irgendwo ein Trilobit, das wäre doch mal was. Einen hellblauen Gacha gebaut. Bitte. Uhu. Hi. Aber irgendwie Trilobiten habe ich auch noch nicht groß gesehen. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Ich schleiche mich mal kurz bei euch rein, weil mein Stream kringelt andauernd. So, ja, ja. Euch wenigstens. Alles gut. Für dich frei. Danke. Gucken wir mal, was für ein Leben die Schildkröte hat. Wenn es nicht allzu hoch ist, können wir die ja mal versuchen tot zu machen. 35. Gucken wir mal, ob die Sperre halten. Komm. Ja, immer schön in den Speer beißen. Wenigstens hält der Speer gerade mal. Nicht wie vorhin. Bei Schlägen kaputt. Da ich ja von der Seite hier komme, weiß ich, dass da zumindest keine bösen Raptoren gibt. Und tot. Ich wollte gerade sagen, also darauf würde ich nicht vertrauen. Die tun recht schnell mal ihre Position ändern. Gucken wir erstmal, ob diese blöden Speere halten. Habe ich irgendwie im Ausschuss gekauft. Ah, nice. Einmal diese Krabbeltücher. So, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Chitin. War egal, ne? Ich glaube ja. Also ich bin mir auch nicht sicher. Damo hatte gestern auch gefragt, weil sie auch halt brauchte für einen Sattel. Was besser ist bei Schildkröten, um das rauszukriegen. Ich habe aber keine Ahnung. Folgt jetzt. Und auch dir DFK ein Dankeschön. Oh. Gucken wir mal, ob wir noch eine Schildkröte irgendwo finden. Das ging eigentlich ganz gut. Eigentlich müsste meine Base hier. Ich bin schon wieder klopft. Hey, oh Gott. Orientierung wie ein Stein. Ich bin schon wieder zu weit. Gut. Weil man diese Gachas nicht zähmen kann, könnte man sie theoretisch töten und abernten. Ja. Ja, ne? Ich weiß noch nicht, was rauskommt, wenn man die tötet. Sogar in ihr Inventar rein. Ja, das ist das Prinzip von denen. Also du kriegst ja aus den Geschenken von Gacha Klaus, du ja so, von Rapper Klaus. Ja. Kriegst du ja Kohle raus und diese Mistelzweige. Und du kannst den Gachas dann halt die Kohle ins Inventar legen, dann essen die und dann lassen die in den Kristall fallen. Ah. Und da sind dann halt auch immer nochmal so Weihnachtsdeko-Sachen oder Chibis und so weiter und so weiter. Okay. Ja, dann. Komm. Ich Hunger. Ich muss sagen, es gewittert sehr häufig auf dieser Karte. Ja, tut es. Aber deinen Artgenossen töte ich, ne? Also nur, dass wir schon mal verstehen. Lieber Lystro. Ja. Aber ich brauche trotzdem immer noch ein bisschen Leder. Nur, dass wir uns verstehen.
Gestern, ne? Ich hatte ja eigentlich vor, abends dann noch ein bisschen zu zocken. Hm. Aber nachdem ich dann um 9 irgendwann es endlich geschafft hatte, dass die Kinder schlafen, dachte ich, ja, jetzt kann ich auch ins Bett gehen. Ja, ich hatte mich eben schon gewundert, weil du gesagt hattest, du kommst später. Ja, ja. Aber ich bin auch davon ausgegangen, dass ich die irgendwie 7:30, 8 spätestens alle im Nest hab. Hm. Ach, wieso folgst du mir denn noch, du? Ladies V. Guck doch hier vorne. Gut. Was haben wir denn jetzt? Wir haben wenigstens ein bisschen Leder zusammen. Das ist doch schon mal ganz gut. Gucken wir mal, ob dann genug für den Pütte Sattel schon da ist. Wahrscheinlich noch nicht. Wie bräuchten wir denn da Pütte? 75, cool. Ich habe 16. Ja, das ist am Anfang recht viel. Was gucken wir mal hier unter das Wasser. Ja, Glück. Oh, ich will hier nur unter das Wasser gucken. Ich will nicht so tief rein. Hier sind Haie. Fisch, Fisch, Fisch. Ne, nur Fisch. Wieder dunkel, ne? Ja, machen wir mal ein bisschen heller für den Stream. Ja, nur Fisch. Werden wir wohl dann mal hier rüberschwimmen am Tag, am nächsten und ein paar Schildkröten klatschen. Ja, es gewittert auch recht viel, ne? Und Regen und... Mhm. Also ich habe jetzt schon... Aber es ist übel cool, wie das, wenn das wieder aufzieht, von den Wolken. Fancy aus. Da war das Holz schon wieder, Alal. Naja, können wir jetzt, wenn es dunkel wird, noch ein bisschen bauen. Wird es überhaupt schon? Ja, 19 Uhr doch. Und... Und Trilobit! Ich werd nicht. Man nur noch irgendwie tot kriegen. Oh, geil. Mm, yes, baby. 120 Chitin in einem Sumpfi. Gut, Sattel ist gesichert. Nur noch gucken, dass das Vieh mich auch tragen kann. Halt ausziehen. Ja, Nacksch machen. Dieser Lystro ist ganz schön langsam. Ich auf die Schultern nehmen ihn, ne? Mm-mm. Groß. Zu groß dafür. Ich weiß gar nicht, ob du den in die Hand nehmen kannst. Aber ich glaube nicht. Ich wüsste nicht mal wie. Nee. Hast du Kristall? Ich habe kein Kristall, nein. Ja, aber wenn er jetzt mit seinem PT fliegen kann, dann ist das ja das geringste Problem. Richtig. Da auf den Berg und haust irgendwo mal kurz drauf. Du brauchst ja nur ein oder zwei Kristalle für so ein Glas. Ja, ja. Das ist nicht so das Riesenproblem, denke ich. Jetzt ist erstmal Nacht. Das heißt, wir bauen jetzt ein bisschen und dann, wenn es wieder helle ist. Irgendwie nur um die Soul Trap? Ah, okay. Ah ja, gut, stimmt, ja. Stimmt. Ja, so, ich brauchst auch nur ein Kristall. Nett. Danke dir für das Follow. Hm. Komm. Das wäre aber gut. Grundsätzlich, wenn ich einmal losfliege, um was zu holen, dann wird wahrscheinlich jetzt erst sogar mal nutzen die Zeit, um nochmal rumfliegen, um zu gucken, ob ich irgendwie einen höheren vom Level finde. Hier ist zum Beispiel alle auf Level 20 und Co., ne? Hm. Das wird eine Herausforderung für sich. Ja, ich habe auch lange gebraucht, bis ich einen höheren PT gefunden habe. Wie gesagt, ich sage ja, das Team Map ist Island-Konkurrent, wie ich.
Bombastikus folgt jetzt. Und auch dir, Bombastikus. Dankeschön. Naja. Dauert wahrscheinlich die ganze. Das wird hier nochmal richtig hell. Ja, relativ. Meiner war, glaube ich, 115 oder 120. Ja, das geklappt mit den Anpassungen. Jetzt höheres Level haben. Level? Ja. Los? Ja, ja. Haben jetzt 150 Max Level. Okay. So wie immer halt. Das ist gut. Eine 180 bei Tech, ne? Oder? Ja. Ja. Und Shinies. Okay, die haben auch ein höheres. Die sind mindestens 150 und maximal 180. Meiner ist aktuell nur Level 49, geht gerade so. Ja, meiner ist 16, 17 gerade jetzt gelevelt. Schon, der hat glaube 130 Gewicht. Das habe ich, ja, das mit so nackig wie ich bin, also mit den Klamotten ein bisschen was drin, gerade so. Und halt dann noch leider nichts groß in Ausdauer geskillt. Halt nicht. Was geht mir denn dafür? Einmal Holz. Jawohl, einmal Holz. Leg mal hier hin. Zack. Ja, dann können wir mal den Stein hier aus dem Weg nehmen, dann müssen wir nicht drum herum laufen. Ganz klar, wir bauen uns den Weg durch. Boden verlegen bin ich jetzt, glaube ich, dann bald durch erstmal von meiner Ruine. Ja, ich muss jetzt auch dann mal noch weitermachen. Aber sieht schon gut aus. Sind die Foppy als Parkett verlegen oder so? Ja, ach, Arge ist schon entspannt, ne? Grundsätzlich, wenn man nicht ständig stirbt. Also gestern war ich dann echt, war froh, dass es dann um eins war und ich sorgen konnte, gut. Becky, komm jetzt nicht mit, ich hätte dir ja geholfen, ich weiß. Aber Ehrgeiz und so. Mal gucken, wie ich hier Wände ziehe dann später. Mal gucken, ich muss mir irgendwie mal die Möglichkeit machen, irgendwie meinen Weg richtig zu finden. Ich biege mich ständig falsch ab. Eins weiter. Matti unterstrich 76 folgt jetzt. Ja, moin Matti, grüß dich. Danke fürs Follow. Was, wie, was helfen? Ach, ich muss da irgendwann, schaffst du es oder auch nicht. Ja, ja, ja. Ne, wir bringen erstmal den Lystro weg, nicht, dass er hier noch stirbt. Das ist schon Mahlzeit, 11:20 Uhr, ja, geht morgen, geht da noch durch. In meinen Augen. Normalerweise bei mir tiefste Nacht. Wo ich aktuell einen ganz fast klassischen 8-to-irgendwas Rhythmus habe. Ich stehe um 7 Uhr auf, gehe um 22 Uhr schlafen. Fühlt sich fast falsch an. Im Moment 9 Uhr, wo ich aufstehe und dann bei mir meistens spätestens gegen 1, weil bei mir Schluss im Moment. Da drüben ist es, wir sind bald da. Alles irgendwie mit dem Catwalk oder so machen, wo man einen direkten Weg hat, den man nur geradeaus laufen muss. Es gibt in der A+, gibt es so
zu Brick Floor. Das ist im Endeffekt, das ist so eine Ceiling aus so Steinchen, die du auf den Boden klatschen kannst. Aber ja. Ich weiß nicht, wie gut die funktioniert und aussieht. Aber damit kann man theoretisch Wiege machen. Cool. Der Weg ist schon recht weit hier, wenn man da so einen hätte, wo man nicht ständig um die Bäume rum müsste. Wäre das schon... Eben bis ich Elektrizität habe, an die Ecke Elektrizität heißt das, und einen Fahrstuhl hier stehen habe, dauert es noch ein bisschen. Hm. Oh Mann. Wir sind gleich da. Sehr schön. Ist auch schon wieder ein Loch. Oh. Ab. 5. Kriege ich das denn hin? Das... Ja, nee. Das rutscht wieder runter. Komm bei Ark. Snap Points sind beschissen. Ich muss die Foundations unten wegmachen, die eine. Denville fällt mir jetzt alles zusammen. Ah ne, gut. Und jetzt müsste ich das doch hier dran snappen. Hm? Nicht überall so, hier ist doch auch nicht. Kackwurst, ey. Ach, apropos Blackie, hattest du dir nicht einen Jetpack gewünscht? Gibt eins in der A+ tatsächlich. Ja, nice. Schön mit Gasoline betrieben. Gott gesehen. Ab wann? 12 Uhr. 63 war das jetzt. 65, ja. Oh, ich krieg die... Ich kotzen. Das passt wenigstens. Gut. Lystro, du mal mit. Wir gehen mal hinten in den Garten. Garten Edens, komm mit. Och, ich bin circa 5 Uhr, das würde ja passen. Ja, gut. Dauert ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bis man dann alles zusammen hat für. Naja, nicht, ne? Wenn man es noch nicht so weit ist, Chat. Weg. Ah. Meine Tochter heute. Sind wir raus und hat sie aufs Haus hochgeguckt und hat gefragt, da kam, hat sie halt aus der Esse gequalmt. Dann hab ich gesagt, ja, das ist die Heizung, das ist eine Esse. Und sie, und daneben ist das eine Rakete? War irgendwie noch so eine Esse. Ich habe keine Ahnung, für was die da war, aber da hat es auch nicht gequalmt und nichts. Aber dass sie da drin ist eine Rakete, fand ich irgendwie witzig. So, packen wir mal alles hier rüber. Bauen den Sattel. Wo wir das Chitin aus Versehen andersweitig nutzen. Sind wir mobil? Ach Gott, da hinten irgendwo bei Vulkan. Ja, nee, danke. Viel Spaß. Ganz bald, ne, Geschenke. Das ist mir zu weit.
Ach, du bist in der Nähe vom Leuchtturm. Da sitzt jetzt übrigens Dabo drin im Leuchtturm. Oh lol, wenn ich gemutet bin, kann ich natürlich auch viel reden. Ich hab grad schon was vermutet, ja. Ja, von dem Gehust ständig gemutet. Ich hab erzählt, eben hat es ja gestern schon mal erwähnt, dass ich ja auch gestern kurz überlegt hatte, mit dem Leuchtturm. Aber eben niemanden die Experience nehmen wollte, das Ding zu entdecken, weil es halt schon ein bisschen einzigartig für sich steht, so auch die Gestaltung da drin. Aber ja. Grundsätzlich ein guter Spot, auch sehr friedlich. Naja. Obendrauf schon. Tamu hatte da gestern ihren Spaß mit den Spinnen in der Höhle unten. Ja, okay, unten war ich nicht drin, ich war bisher nur oben. Nee, da gibt es irgendwie wohl so ein Höhlensystem noch unten, wo du auch an anderer Stelle wieder rauskommst. Ich weiß auch nicht, ob da das irgendwo noch tiefer reingeht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da Spinnen drin auf Höhlenlevel. Also auf bis 300. Und die hatte, die ist da gestern rein und hat sich das angeguckt und hatte dann ihren Spaß, ihr Loot wieder zu kriegen. Und irgendwie die eine Spinne kam dann auch hoch und... Ja, okay, das ist natürlich blöd. Ja, war nicht so witzig. Ja, aber auch deswegen, also eben dadurch, dass das halt, wie es aufgebaut ist, du kannst ja nach oben nehmen, du kannst dann nach unten gehen. Ah. Eigentlich ganz cool zu erkunden. Aber klar, grundsätzlich, solange sie es vielleicht nicht zubaut, dass jeder da rein kann, wäre ja cool. Ja gut, das wird sie glaube ich nicht machen. Gut, Holz hat mal gesagt, brauche ich. Sagt er und klopft Steine. Ja, gucken wir mal, jetzt anderthalb Stunden ungefähr noch. Kriegt man vielleicht sogar das Haus noch zumindest mal mit den Wänden und vielleicht sogar Decke durch zu. Bis dahin hat der Pütete vielleicht auch noch ein paar Level bekommen. Dass man dann mal eine kleine Fliegerunde machen könnte. Alles möglich. Chicken 2222 folgt jetzt. Und auch dir ein herzliches Dank für dein Follow. Willkommen. Gut. Da bin ich so dankbar drüber, dass wir, ne,
bisschen Holz aus diesen Bäumen kriegen. Und nicht den ganzen Wald abholzen müssen, nur für drei Wände. Kann man sich dann wenigstens bei Gelegenheit dann schon andere Sachen kümmern als nur farmen. Ja. Ja, wie gesagt, also jetzt, wenn man dann halt richtig anfängt, ne, mit Farmen und so. Da war es ja bei mir jetzt rum, da wollte ich dann den Lödi oder beziehungsweise irgendwas, was zum Holzfarmen war, weil wenn du dann richtig anfängst mit Ausbauen und richtig viel Mats brauchst, dann geht's einem immer auf den Sack, wenn du alles mit der Hand einsammeln musst. Ist so, ist so. Brauche ich eigentlich gar keine Wände bauen, da sind gar keine Löcher in der Wand. Das ist immer gut. Noch keine Ahnung, wie ich das hier alles unten runterkriegen soll, was hier rein muss. Noch ein bisschen Thatch mitnehmen, weil ich gerade gar keine Überlegung habe, wie viel einfach nachgucken. Thatch, wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch. Oh, über 1000. Ein Wood haben wir auch 2000. Wir machen jetzt hier noch einmal voll. Dann bauen wir mal wieder ein paar Ceilings. Gut. Na, sehr gut. Also Hili auch schon mal für dich zur Info. Wir haben ja wieder die Kanga drauf. Kanga Storage. Und die snappen auf die Foundations von der MH. Das ist sehr gut. Das ist schön. Ja. Weil bei der Castle Keeps hatten wir, glaube ich, das Problem, ne, dass sie nicht auf die Castle Keep Foundations gesnappt haben. Ja, nur an die Wände. Ja, genau. Nee, hier geht das auf die Foundations. Gut, noch 7 Ceilings erstmal. Dann noch ein paar Railings und gucken, dass wir die lochfrei gesnappt kriegen. Oh. Mods-Installation ist endlich fertig. Nice. Map auch schon? Ja, ja. Ja. Das mit 11 GB fand ich schon. Ja. Ja. Ja, vor allen Dingen über 60 entpackt. Ja, gut, das ist eh arg, ne? Ja, das ist echt. Ich muss doch tatsächlich, ich habe gesehen, dass ich Crystal Island nicht hatte, habe ich das alles auch noch auf dem Store fix gesagt, hey, gib mir, damit ich es ne, einfach hab. So. Dann erstmal so, Steam, ja, jetzt hast du aber nicht mehr genug Speicherplatz. Ich so, dabei habe ich noch 300 oder so frei gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja, jetzt ist die Platte voll mit über 350 GB ARC. Durch die ganzen Mods jetzt noch. Ein Witz. Gut. Schön. Das sieht echt gut aus. Eat. Das sieht auch gar nicht ganz so kacke aus mit dem mit den Holzfoundations von S+. Vielleicht werde ich das hier noch. Boden ist jetzt My Medieval oder was ist das? Ja, genau, das ist MH, meine Medieval irgendwas. My Medieval Home heißt sie mit. Nein, ich hatte das Problem, dass ich die Foundations gesetzt hatte, ganz viel Grünzeug in der, im Boden hatte. Und das bin ich gefallen. Und Trey meinte dann so, ja, dann mach doch einfach einen Halbboden nochmal mit Railings drumherum und gieß eins hoch. Gemacht. Ja, schick. Ja. Der Boden gefällt mir auch. 4838 folgt jetzt. Also, El Joe und Lukas, vielen Dank fürs Follow. Der Steinboden sieht auch ganz hübsch aus.
In der Eco Arp gibt es hier offen, gibt es anscheinend auch so einen Steinboden, oder? Also ich habe die Mods jetzt gerade nur so überflogen, die ich jetzt neu installiert habe. Aber da war auch irgendwie so Cosmetics, irgendwie so Steinbodenplatten. So API weiß ich es gar nicht, aber ich weiß, dass es in der A Plus, also in der SSL Plus, da gibt es so ein Brick Floor. Also was quasi so eine Ceiling aus Bricks ist, die du einfach auf den Boden legen kannst. Mhm. Boah, hier endlich nach dem 20. Wo spawn ich denn am besten? In einem der Easy Points. Ja. Okay. Also ich habe alle vier durchgelesen. Meint hier auch easy, ja? Also anders als bei Wildcard. Nee, ist schon. Also ich habe alle vier durchgetestet gestern. Mhm. Haben alle so an den letzten und den ersten so von der so am schönsten. Die anderen zwei waren so mitten, so, ja, keine Ahnung. Guck ich mal. Gut, haben wir das auch geschafft. Hoffe ich. Guck ich mal noch drumherum. Dass hier auch wirklich alles dicht ist. Zeitblex folgt jetzt. Und auch dir ein herzliches Dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen. So, sieht gut aus. Können wir hinten dann noch ein bisschen irgendwie mal irgendwann später was bauen für Greenhouse und so. Schön und Garten. Es läuft. Alles dicht. Einzigste Pflänzchen ist noch da, aber das kann bleiben. Das ist Deko. Das muss so. Nur was ich hier nochmal abpicken würde. Ich dachte, ich das weiß ist hier. Nichts über diese Map, ne? Oh shit. Wissen wir alle nicht wirklich. Also, ich habe ja auch vorher mir die überhaupt nicht angeguckt. Ne, ja, auch so gar nicht. Aber das ist auch eigentlich mal wieder interessant, mal wieder so. Ja, macht auch wieder dann mal Spaß. Ja. Also, hatte mir auf Fjordo auch so viel Spaß gemacht und wie erzählt das denn mal. Allein entdecken konnte. Hallo, Gascha Klaus. Davon gibt es ziemlich viele auf der Sehr Bande. Viele. Ich hatte gestern zwischenzeitlich eine Phase, wo ich nur die gefunden habe, nichts anderes. Heute geht's schon, man merkt, dass ein bisschen mehr belebter ist. Mhm. Dass an einigen Stellen halt schon Leute waren und irgendwas gespawnt haben. Ich war gestern auf irgendeiner Plane-Ebene, da war nichts. Und kaum bin ich dann habe ich was gefunden, hatte ich plötzlich im Rücken quasi, wo ich herkam, auch ganz viel böses Zeug, was mich fressen wollte. So. Oh je, das Weihnachtsevent werden ganz viel rot und grün. Ja, ganz toll. Ja, dass dir das gefällt, ist mir klar. Ich habe hier ein grünes Ekos. Magst du ein grünes Ekos haben? Gerade nicht, danke, aber ich komme drauf zurück, wenn ich mehr Platz habe. Nicht am Überlegen. Ich jetzt hier einfach mal stumpf hin. Ja, wie gesagt, die Karte macht mit ihren Leveln Island-Konkurrenz. Oh yeah. Was natürlich auch cool wäre. Jetzt hier ein bisschen Richtung Abgrund bauen noch. Den auch irgendwie mitnehmen. Wäre doch irgendwie fancy. Was Richtung Abgrund bauen wäre fancy? Naja, und dann halt irgendwie später mit dem Glasboden oder so arbeiten. Generell hat man ja in ARK eh nie zu wenig Platz, zu viel Platz.
Gibt's nicht. Nee, eigentlich nicht. Ja. Also ich habe mir ja gestern auch noch so ein bisschen, es gibt ja mehrere Burgen und so ein Gedöns auf der Map. Habe ich mir gestern angeguckt, habe ich bei manchen habe ich mir auch gedacht, nee. So viel Platz brauche ich dann doch nicht. Gucken wir mal, wir probieren es mal aus. Irgendwie. Einfach. Da noch ein Boden. Hier könnte man theoretisch mit Glas irgendwann mal arbeiten, wenn man es mal hat. Ja, das ist sieht doch als praktikabel aus. Und. Fertig ist schon. Duel erfolgt jetzt. Dankeschön. So, gucken wir mal. Das macht noch. Ja, komm, oben snappen. Oh, Spiel. Und ich ihn vielleicht gar nicht gebraucht. Mal aufheben. Setzen die mal hier rein, ja, dann haben wir so ein Dreieck. Dreieck W. Dann können wir hier Wände hinmachen. Bei Bedarf die Möglichkeit hier zu erweitern. Gut. Machen wir das auch. Wir haben hier noch ein Pünktchen dafür. Und dann brauchen wir noch 10 Punkte in Fortitude. Wenn wir nie genug haben. Uns wahrscheinlich schon wieder das Holz aus. Schon keins mehr drin. Ich bin gerade sehr erstaunt, wie gut das Ganze, was mir so in den Kopf kommt, hier in die so innere reinbaubar ist. Das irgendwie dann auch immer passt. Boah, bin auch so, das flutscht gerade so ein bisschen im Bauen. Bauen wir ein paar Wände. Was hat's denn hier für Wände? Für Wood-Wände. Ja, Wooden Wall. Du hast gesagt, die sind höher, ne? Als die. Hä? Halbe Wand höher, hast du gesagt. Genau. Müssen wir mal gucken, ob wir damit arbeiten können. Aber sonst gibt's ja auch noch den nächsten Drittel. Oh, ich sehe schon. Hm? Ach. Wir werden schon wieder hier irgendwie doktern müssen, bestimmt gleich, wenn ich Pech habe. Du meinst jetzt wegen deinem Versatz, den du hast, oder was? Ja, obwohl, na, geht, wenn man sie, man kann sie, wenn sie ordentlich unten drunter snappen geht, ja, dann kann ich sie einfach
Ja, perfekt. Wie gesagt, die sind, ich habe es extra ausprobiert. Sie sind exakt 1,5. Ja, ja. Also quasi eine Wand plus Railing von Arc ist eine Wand von MH. Ja, und dadurch, dass ich, wenn ich jetzt noch hinkriege, dass das unter dem Ceiling snappt. Na. Jetzt doch schon mal kurz. Ich muss den Boden wegmachen. Oh, da ist noch ein Dings, deswegen kann der nicht snappen dort. Ein Pickup. Ja, jetzt geht's. Aber erstmal. Ist es die Wand hier schon zu viel? Hier passt. So. Zu sicherheitshalber, falls könnte man hier ein Geheimfach machen. Aktuell ist es toter Raum. Ja, kannst später irgendwie einen Generator oder so reinstellen. Ja, na irgendwas, sag ich irgendein Geheimfach. Dann machen wir nochmal ein Ceiling und dann. Haben wir das. Haben wir noch Railings? Ja, wir haben noch 4 Railings, die können wir hier mal noch setzen. Und mal gucken, wie wir das hinkriegen. Dass das nicht ganz. Wortfindungsstörung. Dass ich nicht runterfalle. Keine Ahnung, ich weiß schon nicht mehr, was ich sagen wollte. KU-Q folgt jetzt. Ja, dankeschön. Na, komm, unter den Ceiling snappen. Ich schon, komm. Wird die jetzt auch geswitcht? Obwohl, im Zweifel nehmen wir einfach hier den weg. Switch und Switch. Haben wir das auch gemacht. Okay. So geht das auch mit der Gun von der S+. Da ja. Kannst du die Models umschießen. Mein Lüdi ist voll, der mag nicht mehr Steine hoch. Soweit das eine Foundation ist. Oh, egal, müssen wir mitleben. Nein, oh. Lukas 248383 folgt jetzt. Danke, Lukas, für dein Follow. Ja, perfekt. Nein. Ich wollte gerade sagen, war das nicht vorhin schon mal Lukas, aber war mit einer anderen Nummer hinten dran. Ah ja, ja, stimmt. Das ist aber sehr, sehr nah beieinander. Mir. Was sind die Fackeln? Naja, aufräumen kann ich später. Gibt da ja so die paar vereinzelten Followbots, wo viele dann schon meinten, schon schade, dass die dann irgendwann nicht mehr gab. War so.
Das ist wie ein Willkommen zu Hause. Jeden Mal, wenn ein Streamer an Mast kommt, der Bot und gibt dir ein Follow. Ja. Aber Twitch ist da eigentlich gerade relativ schnell hinterher, so die ganzen Follow-Bots rauszunehmen wieder. Die werden meistens sogar gar nicht mehr auf der Statistik gewertet. Also selbst wenn die sofort, wo sie kommen in dem Moment. Eigentlich ziemlich cool. Ja gut, hier wird es jetzt weniger mit Follow-Bots zu tun haben, sondern halt einfach mehr wegen dem... Ja, aber dieses Lukas-Ding halt ist mehr, bestimmt ein Follow-Bot oder zumindest ein Geed-Bot. Es gibt ja auch da genug Bots mit Sicherheit, die da unterwegs sind. Aber grundsätzlich wollte ich es mal ausprobiert haben. Ich das selber ja auch immer mal wieder rübergehe und guck, was es so für Gewinnspiele gibt. Gut, wir brauchen zu trinken. Das heißt, wir könnten jetzt mal noch das Inventar leer machen. Und dann mal gucken, mal ein Stückchen fliegen. Gut, was machen wir denn jetzt hier? Wir machen erstmal Gewicht. Naja, das ist natürlich schon eine deutlich entspanntere Art, ans Wasser runterzukommen. Hat spart schon mal einiges an Zeit. Jetzt könnte man ja mal sagen, wir fliegen mal ein Stück Richtung Schnee. Das interessiert mich, weil vor allem da hinten ist wohl der Vulkan, den man im Trailer gesehen hat. Ja, den Vulkan siehst du recht weit über die Karte. Ja. Ja, das mit der Ausdauer ist auch so ein Ding für sich. Das ist halt der Nachteil bei den kleinen PDs, die können nichts tragen und sind halt so schnell aus der Booster. Danke euch zwei für die Follows. Mafia Jay und Sevriel. Ja. Naja, mal gucken. Bei meinem Glück habe ich jetzt dann gleich. Ich wollte wenigstens mal gucken, ob es hier oben vielleicht schon entspannt vielleicht ein bisschen Kristall gibt. Wenn ich so ein, zwei Hackenladungen mitnehmen kann. King Mongo 1910 folgt jetzt. Dankeschön, King Mongo. Namen gibt's auf dieser Welt. Bisher sieht es ja recht überschaubar aus, aber gut. Wir machen mal ganz langsam hier lang. Uns ja die Ausdauer nicht zu schnell runtergeht.
wir gleich hier oben. Wenn ihr oben friedlich sein sollte, mal kurz zwischenlanden. So sieht's aus. Ja, der Bittete hat ein Level Up. Oder? Nee, noch nicht ganz. Jetzt. Stamina. Ja. Verdammt neblig hier. Deckerli folgt jetzt. Deckerli, auch für dich. Andersrum auch an dich. Danke. Sag mal, gibt's hier denn keine Dodos? Hab sie alle getötet. Ach, du warst das. Oh, das sind Mammuts. Cool. Also für Mammuts muss ich auch nicht so weit gehen. Hinten ist der Vulkan. Ist das noch ein... Geht ja noch ewig weit. Da unten ist Kristall. Cool. Da ist auch ein Rex. Cool. Yay, ich hab einen Moschops. Level 7. Obwohl wir könnten. Machen wir mal. Wir nehmen den Rex einfach im Berg mit runter. Haben wir hier oben unsere Ruhe. Können wir mal gucken, was für ein Level der hat. Da können wir nicht gucken. Hat er nicht Makro gezogen? Hallo? Jetzt. Jetzt nur nicht beißen lassen. Und hüpf. Hüpf, mein Freund, hüpf. Ja, gut, perfekt. Hast du brav gemacht. Hast du brav gemacht. So. Das ist nämlich hier oben, wenn ich richtig gesehen habe, nüscht. Hier ist sogar richtig viel Eisen und so. Wo bin ich denn hier? Ach, warte. Nehmen wir das Kristall mal mit. Warum ich es gerade gesehen hatte. Ich habe es gerade gesehen. Wir fliegen noch ein Stück höher. Ich bin gerade blind. Ah, da hinten. Ich habe jetzt kurz an mir gezweifelt. An der Wahrnehmung. Im Fieberwahn. Oh. Ja, passt. Und dann machen wir mal ganz gemütlichen Weg wieder zurück. Was geworden ist. Und dann können wir ein Spyglass bauen und die Soul Trap. Nein, ist das Leben gleich viel einfacher. Ja, definitiv. Also vor allem mit dem Fernglas auch zu gucken, was für ein Level die haben und so. Das macht schon Sinn. Gehen wir jetzt hier bis an die Kante. Landen noch. Hallo, du blöder Vogel, landen. Ist das ein Agi da hinten? Ja, ist ein Agi. Ich habe sogar Agis hier. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht, aber... Ja, also wir haben schon festgestellt, dass es einige Dinos aus den Erweiterungen, also aus den anderen Addons gibt. Wie gesagt, es gibt die Maving, Magma Source soll es geben, Managama, Oil, Greifen. Ja, sie haben nicht gegeizt mit Dinos, definitiv nicht. Nee. Also gefühlt gibt's fast alles. Dafür, dass sonst immer so war, dass sie ne, sich zurückgehalten haben, was Erweiterungstiere, also Tiere aus anderen Erweiterungen anging. Und die immer alle rausgepatcht werden mussten, dann von den Moddern aus ihren Maps. Diesmal wirklich einiges drin, muss man schon sagen.
Gibt's Aberrants, Binus? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ach, dann ist sowieso blöd. Also ich weiß, dass es teilweise wohl Aberrant-Tiere gibt, Damo hat gestern ein bisschen was vorgelesen. Aber ich weiß nicht, ob es Binus dabei waren. Es gibt sogar irgendwelche von den R-Tieren. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube zwei Stück oder so. Ich glaube R-Megatherien und... Oh, das wäre schön. Keine Ahnung, irgendwas noch. Megatherien mit mehr als zwei Farbzonen. Ich muss gestehen, ich habe doch keins, aber ich habe noch nicht drauf geguckt. Wie, du hast noch keins? Ich habe noch keins gesehen, wollte ich sagen. Und dann habe ich halt noch ausgeführt, dass ich aber auch nicht drauf geachtet habe. Hunger, die hätte gewonnen, deswegen aber alle fleißig Eier hier. Immer diese Eier. Gut. Ich kann ja fast schon eine positive Tagesbilanz ziehen später. Auch noch fast. Tag ist noch nicht um. Eiglas. Yep. Nee, also es gibt laut Wiki gibt's nur Aberrant, Atropleura, Meganeura, Pulmoscorpius und Raptor. Das klingt stark nach einer Aberrant-Höhle. Wo war dann jetzt hier R? Ach genau, das R Ecus und das R Megatherium. Gut, das funktioniert. Sehr schön. Und was hatte der Blackie von uns gemeint? Die Soul Trap geht auch ohne. Geht die ohne Strom? Das Terminal? Hä? Ja. Aber es braucht Polymer, es braucht Öl, es braucht Metall. Zum Herstellen, ja. Ja, Alter, schwimmt der immer in Ressourcen oder was? Blackie immer. Ich bin froh, wenn ich hier. Ich habe noch nicht mal Metallwerkzeug. Spitt der oder was? aber da können wir gerade mal gucken, was das denn ist unter Waffen. Attachment. Hatchet. Ja. Der Basilisk ist mit drauf. Ich muss erstmal das Engram. Iron. Nee. Metal. Wyvern, Ferox. Also Ferox gibt's auch. Er braucht ein Ingot, er braucht 8. Ja, das müsste ich eigentlich haben. Mann, ja. Immer diese Billigspeere. Ja, ne? Am besten sind die, die nach dem ersten Schlag schon kaputt gehen. Ja. Gut, brennen wir doch mal ein paar Metallbarren. Stellen uns Werkzeuge her, die sinnvoll sind. Du stirbst schon, du Parasaurus. Haben ja heute richtig Progress. Bin immer gewöhnt. Aber es gibt auf jeden Fall normale Spinus, die habe ich schon gesehen. Und wir könnten noch echt gucken, ob wir unsere Lederrüstung wiederhergestellt kriegen. Und den Rucksack vor allen Dingen. Oh, wo dein Leder? Gib mir meinen Speer wieder. Das sollte funktionieren. Gucken wir mal, dass wir den großen Rucksack noch hinkriegen. Also den ich jetzt gerade an. Obwohl, wir können mal gucken, ob der Advanced auch schon freigeschalten ist. Boah. Advanced Backpack. Was brauchen wir dafür? Ja. Oh, Modern Style. Also sich aussuchen, wie er aussehen soll. Advanced Backpack. Modern Style. Cooler Scheiß.
600 Gewicht können wir tragen. Finde ich ja schon ein bisschen cool. Was heißt jetzt hier eigentlich Modern Style? Ich weiß ja nicht. Sieht irgendwie albern aus. Ja, ich finde den eigentlich ganz schick. Naja, oh mein Gott, ich sehe ihn eh nicht. Ich spiele ja in First Person. Könnten wir noch ein paar bisschen Rucks herstellen. Consumables. Ja. Dann können wir noch erste Axt und da haben wir jetzt alles da, ne? Ach, schieß. Lass mal kurz abbrechen. Cool. Cool. Not enough resource. Achso, für 1000. Ja, aber für 1? Da haben wir schon. Gut. Alexius 30-CXN folgt jetzt. Fühlt man sich gleich so toll und mächtig mit Metallwerkzeugen. Ja. Stimmt, der Crafting-Skill geht ja auch hoch mit den Backpacks. Hm. Eigentlich auch ziemlich cool. Ja, so, da will ich nicht hin. Gut, hauen wir mal wieder ein bisschen Holz. Nämlich gehört, wir brauchen Holz. Und danke für die Follows. Okay, ich muss jetzt aber mal ganz kurz AFK. Fünf Minuten oder so. Gucken derweil im Gewitter zu. Bis gleich. Jo, bis gleich. Bis gleich. Das folgt jetzt. Ich finde ein bisschen schade finden bei der Medieval, der hat ja auch Laternen und sowas. Aber da brauchst du natürlich wieder Fuel für, damit die, die leuchten nicht so.
Mein Boden ist leicht schepp. Naja, jetzt baue ich es nicht nochmal ab. Wieder da. Maybe. D43 folgt jetzt. So, erstmal nochmal danke für die Follows, die rauskamen in der Zeit. Und ansonsten hätte ich es ja noch ein paar Minuten farmen. So ewig mache ich nicht mehr. Bisschen Pause machen, bevor dann der Tumult hier wieder losgeht. Kindertumult. Ja. Und eben, ich kriege heute noch meine Booster, da wollte ich mich auch vorher noch mal ein bisschen entspannen. Eigentlich meinen Arm noch bewegen kann. Ach, du auch. Ich bin am 1942.
Oder meinst du 19:42 Uhr? Okay. Ja, ich habe 15.20 Uhr meinen Termin. Ja. Ups. Genau. Genau, das steht heute noch an. Und dann mal gucken, wie es heute Abend geht. Mich komplett umsegelt. Die Kinder schlafen wollen. Ach, so viele Faktoren. Gut. Dann segeln wir mal das Zeug hier noch in die Kiste. Haben wir doch heute die Wände nicht mehr ganz geschafft, aber die Böden dafür komplett. Und schon ein cooler Grundriss. Ja. Ja, gut. Dann sage ich schon mal im Stream, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Follows heute. Ist ja verliert. Mach nochmal kurz ein bisschen Werbe und eigene Sache. Haben wir ja auch ein Giveaway im Stream laufen, neben Geet. Darf jeder frei entscheiden, wer mitmacht. Also heute, über die nächsten Wochen, Gewinne. Genau, danke. Und wenn ihr heute Abend oder morgen, mal gucken, wie es läuft. Ciao, ciao und bye, bye. Turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my speech.